jetzt zurück zu den Nordmännern und Frauen. Warum Steuermann? Tut mir leid. Boah, ist das ein Wind? Ein Sturm? Steht tatsächlich unter schlechtem Vorzeichen, mein Freund. Ob das so gut geht? Ich bin ein bisschen angeschlagen. Ich hoffe, es ist nicht ganz so schlimm. Eine Erkältung hat auch mich erreicht. Schau mal. Ich weiß gar nicht, wo er hin will, so richtig. Hier rein? Das einzige Haus hier, oder? Du solltest nicht hier sein. Björn, Bruder, ich komme um... Bruder? Wann waren wir je Brüder? Wir waren im selben Felag. Wir schworen Eide, uns zu achten, zu unterstützen und zu bewahren. Sie haben noch immer Bestand. Für mich. Diese Eide wurden lang gebrochen, bevor ich verbannt wurde. Von uns beiden. Du magst es vergessen haben, doch ich hatte viele Jahre der Einsamkeit, mich zu erinnern. Deine Bitterkeit wird unser aller Tod sein. Ich habe nicht vergessen. Aber ich lasse nicht zu, dass die Vergangenheit meine Zukunft bestimmt. Vielleicht solltest du das auch nicht. Wir brauchen dich, Björn. Schließe dich uns an. Führe uns durch das Salzgebirge. Ist das ein Trick? Warum kommst du zu mir? Nicht jeder hat betrügerische Absichten, weißt du? Kein anderer Seereiter zähmt die Wellen wie du. Ja, das glaube ich sofort. Dann bring mich zu deinem Schiff und wir verlassen diesen elenden Ort. Wie ich sehe, bist du ein wahrer Meereskönig geworden. Es war nicht immer angenehm, aber ich war nicht untätig. Es muss schön sein, Haralds Unterstützung zu haben. Vor allem Gunhildas, aber ja. Und du willst da nichts anziehen? Oder, keine Ahnung, kleine Wegzehrung mitnehmen? Eine Axt? Schwert? Vielleicht ein Schild? Irgend sowas halt. Anscheinend nicht. Übrigens gibt's jetzt auf Netflix wieder eine neue Staffel oder neue Serie. Und zwar tatsächlich Valhall oder Valhalla. Und die beschäftigt sich so mit der Zeit von Edmund und von König Knut, der tatsächlich England als König regierte. Und ja, mit Königin Emma, die spielt da eine Rolle. Und Aethelred, der dann hier tot ist. Gunhilda, du bist unverändert, noch immer das so... Das genügt schon. Lass uns allein. So gnadenlos wie die nördliche See. Ich weiß, was du sagen wirst. Und doch hielt es dich nicht davon ab, solch eine törichte Entscheidung zu fällen. Du hättest nie zugestimmt. Und zwar aus gutem Grund. Wie kannst du so schnell vergessen? Das habe ich nicht. Ich traue ihm nicht. Ich ebenso wenig. Aber er ist mit auf diesem Schiff. Er wird uns nicht alle in Gefahr bringen. Und danach? Danach trennen sich unsere Wege. Englerland hat mehr als genug Platz. Mögen die Götter dich hören. Hört sich nach... Problem, Mann.
Wir schauen lieber nochmal, was genau wir machen sollen. Nicht, dass wir dann Blödsinn machen. Wisst. Wir machen größtenteils Blödsinns. Ne, halt, alles gut. Wir übernehmen einfach die Führung. Wir haben zwar keine Ahnung, wo wir hin müssen, aber wir übernehmen die Führung des Schiffes. Hoppa. Ja. Das mag er jetzt alles. Haltet auf das Auge des Sturms zu! Macht euch bereit! Der Weg ist trügerisch! Ich fahre mir jetzt einfach gegen den Wind. Gepriesen sei Gott, der Höchste, Ruhmreichste, König der Könige. Hilf mir, deine Gnade und Vergebung jenen zu zeigen, die ihre am meisten bedürfen. Jarl Gudrun nähert sich! Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Elric, hast du dann erst einmal genug mit deinem Gott gesprochen? Ich befinde mich pausenlos im Austausch mit ihm, Herr, selbst wenn meine Lippen schweigen. Herr dies, Herr das. Ihr Sachsen beugt schnell das Knie. Vielleicht seid ihr deshalb so ausgezeichnete Gefangene. Und doch hat dich König Elfrids Sachsenheer umzingelt. Tja nun, ich hatte erwartet, dass er nach dir schickt, aber 5 Monate und mehr hat er dich nun wortlos hier gelassen. Möglicherweise bist du ihm nicht so teuer, wie du mich glauben ließest. Denn welcher Mensch weiß, was im Menschen ist, als der Geist des Menschen, der in ihm ist? Oder er findet deine Angewohnheit, die Worte Toter zu wiederholen, so unerträglich wie ich. Das bezweifle ich sehr, mein Herr. Komm, geh ein Stück mit mir. Sicher ist es fast wieder Zeit für dich zu beten. Ich spreche gerade heraus. Ich habe meine Männer davon abgehalten, Chippenham zu plündern, damit Elfred mir nichts vorzuwerfen hat, sollte er sein Heim zurückerobern. Ich verstehe. Tust du das? Wenn er uns besiegt, werde ich von deiner Gnade abhängen, so wie du nun von meiner. Wirst du für mich sprechen? Oder sind die Sachsen so nachtragend wie Vida? Christus gebietet uns anderen, die Gnade zuteil werden zu lassen, die er uns bereits zeigte. Von mir hast du nichts zu befürchten, Herr. Nun, das werden wir ja sehen. Du hast lange unter Elfred gedient. Sag mir, wie hält er die Treue seiner Leute? Nach Jahren der Niederlagen müssten sie sich doch danach sehnen, sich einem anderen Heer anzuschließen. König Elfreds Rolle wurde ihm von Gott zugewiesen. Ihn zu verlassen hieße, sich dem göttlichen Willen zu widersetzen. Es gibt keine Stärkeprüfung? Niemand ficht seine Herrschaft an? Warum sollte man? Er allein ist dazu bestimmt, uns zu führen. Bis Gott einen anderen wählt. Euer Glaube hat vielleicht doch etwas für sich. Was geht hier vor sich? Nein. Die Reliquie. Sie ist fort. Ich will, dass jeder Sachse hier vom Scheitel bis zur Sohle durchsucht wird. Warte. Kenne deinen Platz, Sachse. Diese Leute sind schon hier, seit die Belagerung begann. Sie haben keinen Grund, jetzt etwas zu stehlen. Und fliehen können sie auch nicht. Beschuldigst du meine Männer? Ich beschuldige niemanden.
Lass mich mit den Anwesenden sprechen. Ich finde die Diebe. Nein, du kehrst sofort in deine Zelle zurück. Ich werde die Verantwortlichen finden, ehe Alfred davon erfährt und beschließt, Chippenham mit Gewalt zurückzuerobern. Jemand von denen muss etwas gesehen haben. Also, zusammenfassend lässt sich hier praktisch sagen, die Wikinger oder Nordmänner sind eingefallen und unseren Mönch gefangen genommen. Ethelred steht vor den Türen und Toren und versucht, die Gebiete wieder zurückzuerobern. Und hier, da kann man tatsächlich sich ein bisschen an der Serie bedienen. Und da ist Mercia ein großer Faktor drin. Kent, York wird groß von den Wikingern, also es ist ein großer Stützpunkt. Natürlich direkt am Meer, gut mit den Langschiffen zu erreichen. Und ja, selbst London hat man ja mit den Langschiffen im Grunde eingenommen. Das war eben, weil die waren nicht nur fürs Meer, die waren auch für Flüsse, die Langschiffe, die waren einfach ideal. Ne? Und da hat man sich entlang der Flüsse oder des Meeres, da hat man sich dann immer angesiedelt. Okay, die Kirche ist ziemlich geplündert und unsere Reliquie, die wir uns hart erstritten haben, wo wir dann mit dem Boot sind wir dann fortgefahren, die scheint dahin zu sein. So, jetzt müssen wir mal schauen, was haben wir denn hier? Wir werden ja, aber was ist denn das hier? Haben wir schon den Kirchenaltar? Altäre in Kirchen wurden aus Stein oder Holz errichtet, damit die Priester für ihren Opfergaben darbringen konnten. Sie waren unterschiedlich groß, konnten kostbare Reliquien erhalten. Bin ich jetzt echt nicht sicher. Es kommt mir vor, wenn wir den schon hätten. Manche Altäre waren fest verbaut, andere wiederum waren beweglich. Der Hauptaltar in angelsächsischen Kirchen war fast immer an der Wand des äußeren Gebäudeteils angesiedelt. Das bedeutete, dass der Priester, der die Rituale vollzog, sein Gesicht von den Kirchgängern abwendete. Nee, das haben wir noch nicht erfahren, tatsächlich. Das ist neu. Seine Handlungen waren somit von der Gemeinde nicht einzusehen, womöglich um den Eindruck zu stärken, dass es sich um ein heiliges, fast schon privates Zwiegespräch zwischen dem Priester und Gott handelte. Ob das dahinter steckt? Da die englische Königin Emma von der Normandie, die in Frankreich und im Grunde Normandie, das steckt ja auch drin, die Nordmannen. Aber die waren wieder verfeindet und das geht auf Rollo zurück, der auch in dieser Serie benannt wurde, der mit Ragnar, ne, das waren so die Freunde gewesen. Und dieser Rollo, das war so der Erste, der dort ein Lehen bekommen hat. Und daraus ergibt sich dann auch seine Nachfahrenschaft zu Wilhelm, den Eroberer, der dann nach England übergesetzt hat und dann England, also das war dann normannisches Reich. Also in England waren ursprünglich, wie gesagt, die Angeln und Sachsen. Die sind von Deutschland rüber, also vom heutigen Deutschland rüber geschippert. Und ja, die Sachsen auch, ne, vom heutigen Deutschland, also Angeln und Sachsen. Und dann die Pikten, die Schotten im Norden eher. Und dann natürlich auch die Nordmänner, einmal die aus der Normandie. Und die eben hier bei Linz. Eine wechselhafte Geschichte.
Mir stürzt das Spiel hier gerade ab. Genau an dieser Stelle. Wir schauen mal, ob es weiter funktioniert. Ansonsten wird es hier erstmal beendet, die Folge. Wir schauen mal kurz. Die Christianisierung. Es gibt einen Unterschied zwischen Konversion und Christianisierung. Konnte man Christus als göttlich anerkennen und dennoch die heidnischen Lebensweisen behalten. Was die meisten ja, oder was viele gemacht haben, deswegen auch so lange Uppsala zum Beispiel dort als heidnische Stelle noch geduldet wurde, obwohl die christlich waren, die sind trotzdem noch zu ihren alten heidnischen Kultstätten hin. Uppsala wurde dann tatsächlich auch christlich. Es gab auch einen Bischof von Uppsala zum Beispiel. Die Christianisierung hingegen beinhaltete eine Veränderung der Weltansicht und des Alltages. Die Christianisierung brachte für Skandinavier die folgenden Praktiken mit sich: Fasten an Freitagen und während der Fastenzeit, Taufe ihrer Kinder, Vermeiden der Ehe unter Cousins und Cousinen, Spenden an die Kirche, Schwören auf Reliquien oder religiöse Objekte, wie diese Elfenbeintafel aus Elefantenstoßzahn und viele weitere. Im Gegensatz zur Konversion, die schnell vonstatten gehen kann, wurden diese Verhaltensweisen langsam in die Gesellschaft integriert. Es ist möglich, dass die Christianisierung der Nordleute vor ihrer Ankunft im angelsächsischen Britannien begonnen hatte. Viele Wikinger kamen aus Orten, wo sie bereits auf christlichen Vorstellungen gestoßen waren und sie vielleicht angenommen hatten. Ihre Bekanntschaft mit dem Christentum könnte die schnelle Assimilation in die angelsächsische Bevölkerung erleichtert haben. Ja, die waren da mehr oder weniger auch sehr anpassungsfähig. Das war auch in Byzanz, da hatten sie auch wenig Kontaktschwierigkeiten mit dem islamischen Glauben, davon abgesehen. Ne? Dort die Varägergarde und die Händler, die dort waren. Und auch die, die sich dort ansässig gemacht haben. Also du gab es wenig Berührungspunkte. So, religionstechnisch. Das ist also ein Elefantenstoßzahn. Ja, mit wem sollen wir jetzt quatschen? Müssen wir hier mit jemandem schon quatschen? Schau mal. Sag mir, Bruder, hast du gesehen, wer aus der Kapelle gestohlen hat? Frag mich nicht. Bitte, geh einfach. Mhm. Dort vorne ist noch jemand. Ist es ein Kind? Kleine, hast du jemanden goldene Dinge aus der Kapelle tragen sehen? Ein paar Männer in Fellen und Rüstungen hatten Sachen unter ihren Mänteln. Sie sprachen davon, Chippenham bei Nacht zu verlassen und dass die Statue zu schwer wäre. Dann gingen sie zu dem großen Haus neben der großen Halle. Du hast unserem Herrn einen großen Dienst erwiesen, Kind. Danke. Gudrum sollte von meinem Fund erfahren. Schwester, hast du gesehen, wer die Reliquie und den Rest des Goldes nahm? Nichts sah ich. Lass mich in Ruhe. Ja, die haben Angst, ne? Kann ich mir vorstellen. Dass man dann Angst hat vor dem, was passiert. Ich traue mich gar nicht in die Ansicht hier zu gehen, aber die ist eigentlich am schönsten, um sich echt umzuschauen. Ist wirklich am schönsten. Da kann man so richtig schön nah ranschauen. Das, was ich mag. Ja, dann gehen wir mal hier raus. Thank you.
Haben die sich dann hier so Hütten hingebaut? Vor der Kirche. Die waren noch davor noch nicht da, oder? Aber wer weiß, wo das hier ist. Das ist ja ganz woanders. Schau mal runter. Was ist denn das hier? Probleme? So ein riesiges Langhaus. Ja, das ist schon eine Siedlung entstanden hier. Oh, es ist ein riesen Kater, schon mal. Der Weltenbaum. Ja, wenn man sich mal den Waldreichtum anschaut, ne, den es damals gab, waren ja echt so dichte, lange, große Wälder. Alles so schön bunt hier. Na dann, los geht's. Wie sich herausgestellt hat, war das frühe Mittelalter sehr farbenfroh. Von Gemälden und Stoffen bis hin zu Blumen und Gemüse. Um die Vorurteile gegen diese Epoche zu brechen, haben unsere Grafik- und 3D-Teams darauf geachtet, so oft wie möglich lebendige Farben zu verwenden. Aber wie immer musste eine gute Balance zwischen Gameplay-Bedürfnissen und historischer Genauigkeit gefunden werden. Teilweise bestanden die Entwickler auf einer bestimmten Farbe, obwohl unsere Historiker dagegen waren. Und man sollte sich nie mit Historikern anlegen. Die Schweine und Karotten in Assassin's Creed Valhalla sind zum Beispiel rosa bzw. weiß, obwohl Schweine damals eher bräunlich waren und es Karotten in verschiedensten Farben von weiß bis violett gab. Solche Entscheidungen helfen bei der Verständlichkeit der Welt und sorgen für eine gewisse Einheitlichkeit für wichtige Objekte im Spiel. Zum Beispiel bei den roten explosiven Ölkrügen. Durch eine einheitliche Farbe sind solche Dinge leichter zu erkennen. Also eins muss ich sagen, was mich ein bisschen stört, ist der riesige Kreis, der sich immer irgendwo drüber legt. Das stört mich echt. Ja, mit einem Historiker legen wir uns natürlich nicht an. Wir versuchen selbst uns ein bisschen als Hobbyhistoriker. Und bunt war die Welt tatsächlich. Insbesondere, wie ich schon in Griechenland gesagt habe, die Statuen und die Welt und überhaupt die griechischen Städte sehr bunt. Anders als angenommen dieses Weiße, ne, was wir immer so als griechisch so noch auch in der alten Forschung wurde es tatsächlich angenommen, wurde ganz spät, wurden erst diese Farbpigmente gefunden, die komplett ja, durch die Zeit verschwunden waren. Lecker Brot. Das hat bestimmt trotzdem besser geschmeckt als unser heutiges Brot, sag ich euch. Und vor allen Dingen, was ich gemerkt habe, so eine Semmel oder ein Brötchen, ich weiß gar nicht, das schmeckt heutzutage, es gibt kaum noch einen Bäcker, der ein anständiges Brötchen hat. Also, so meine Meinung. Wir können uns ziemlich frei bewegen, dafür
dass wir ein Gefangener sind. Ne? Die Überwinterung. Wikinger gingen üblicherweise im Sommer auf Raubzug, sie segelten über das Meer und kamen dann rechtzeitig nach Hause zurück, um die Ernte einzuholen. Manchmal mussten sie aber auch andernorts einen Unterschlupf für die Wintermonate suchen. Ja, das ist trotzdem so ein bisschen eine Glückssache, ne? Ich meine, man kann ja auch umkommen dabei, oder? Ab und zu zwang unerwartete Umstände die skandinavischen Seefahrer, einen Ort zum Überwintern zu finden. Dann suchten sie in einer kleinen Bucht oder auf einer Flussinsel Unterschlupf, um das Ende der Kälte abzuwarten. Diese vorübergehenden Überwinterungsorte konnten auch zu permanenten Außenposten ähnlichen Lagern, Dörfern oder sogar großen Städten werden, wie auf dieser Karte zu sehen. Da haben wir zum Beispiel Torxey, Repton, Mercia, Shrewsbury, Jorvik und London. Londinium, eine alte römische Siedlung. Momentan geht's wieder. Keine Ahnung, was es war, was mich da rausgeworfen hat. Weil irgendwie war auch... Oder wir schauen nochmal jetzt auf der Karte. Ah, seht ihr, jetzt sehe ich mich wieder. Beim letzten Mal haben wir uns nicht gesehen. Irgendwie war da was drin blöd. So, dann schauen wir uns noch die zwei Punkte da drüben an. Dann machen wir heute Schluss. Ihr wisst, orientierungstechnisch sieht es immer... Oh, die haben viele. Die haben viele Hunde. Ja, seht ihr? Wir müssen uns total rechts halten. Eigentlich müssen wir hier so rüber. Wir schauen mal, wie wir da so rüberkommen. Obwohl, wir gehen erstmal dort rein. Vielleicht ist es ja auch das Richtige schon. Weil da waren wir ja noch nicht. Da liegt nur noch das Hühnerbein. Chippenham? Der Ort Chippenham in Wiltshire oder Wiltshire begann wahrscheinlich als eine römische Siedlung. Hat man gerade davon, ne? Er wurde im 7. Jahrhundert als Clippenham. Kippenham, von den Angelsachsen besiedelt und im 9. Jahrhundert von den Wikingern besetzt. Dem walisischen Chronisten Asser zufolge war Kippenham ein königlicher Standort oder eine Villa, während Es gab unterschiedliche Könige. Wir sind ja noch ziemlich weit am Anfang hier, ne? Im 7., 8. Jahrhundert. Weil Ethelred, der später. Das ist Alfred, Herrschaft. Ich weiß gar nicht, wer jetzt hier ist. Obwohl, manchmal werden die Namen auch unterschiedlich ausgesprochen, habe ich auch schon gelesen. Alfred wird zu Ethelred. Es können schon trotzdem dieselben sein. Schwierig. Des Wikinger-Anführers Guthrum am 6. Januar 878 eingenommen. Aha. Dieses Datum hatte man gewählt, weil es der christliche Feiertag des Epiphanias, der Erscheinung des Herrn, war. Die Wikinger griffen oft an christlichen Feiertagen an, um den Feind zu überraschen. Die waren nicht dumm, ne? Alfred gewann letztlich Clippenham von den nordischen Eroberern zurück. Seine Truppen belagerten die Stadt 12 Tage lang, bis Guthrum der Kapitulation zustimmte. Und das ist hier dieser Guthrum praktisch? Dieses Bild zeigt Clippenham aus der Vogelperspektive, scheinbar friedlich trotz der Belagerung. Aha.
Ach, und die sind... Deswegen geht's denen auch nicht unbedingt gut, ne? Weil wir müssen ja auch mit dem Hunger klarkommen. Hm. Habt ihr das ja mit Fasmet hier? Dann kann auch nichts passieren, oder? Da drüben ist... Schau nochmal. Achso, nee, dann haben wir doch falsch. Das ist... Wir müssen tatsächlich wieder uns scharf nach rechts drehen. Wirklich? Und dann wieder nach links. Ja, ja, klar. Ich hätte jetzt natürlich da drüber jumpen können, aber am Ende ist es für unseren Mönch denn doch, keine Ahnung, bin mir jetzt nicht sicher. Ah, da hinten ist es. Alles klar. Aber was war denn das dann hier? Hatte ich das übersehen? Echt? Häuser der Angelsachsen wurden mit verschiedenen Techniken gebaut, aber drei Materialien kamen immer wieder vor. Holz, Flechtwerk und Lehm. Können natürlich auch, kann einfach auch nur eine angelsächsische Siedlung sein. Das sieht ja alles fast gleich aus zur damaligen Zeit. Beim Bauen wurden gerne Eichenholz benutzt, da es robust und in ausreichender Menge verfügbar war. Flechtwerk entstand durch die Methode, kleine Zweige zu verflechten, dass sie zusammen stabile Holzwände bildeten. Wenn man Medieval Dynasty sieht, na, da machen wir es genau so mit Flechtwerk. Lehm wiederum ist eine Mischung aus Erde, Ton und Dung und wurde verwendet, um die Lücken zwischen den Holzteilen zu füllen oder das Flechtwerk zu einer glatten Oberfläche zu verputzen. Die Häuser und Lebensbedingungen waren abhängig von dem sozialen Status der Familie. Das gemeine Volk lebte in Holzhütten wie dieser hier. Und hier wurde an ein und denselben Ort gekocht, gegessen, geredet und geschlafen. Und teilweise auch das Vieh gehalten. Reichere Menschen hatten hingegen größere Häuser, eventuell mit einer Halle als Gemeinschaftsraum und mit einem separaten Gebäude, in dem die Familie schlafen konnte. So, dann brauchen wir noch einen, ne? Was heißt hier eigentlich über Winter? So ein sehr milder Winter, oder? Komm, schau mal über die. Ach, dort unten ist das Lager. Schaut's euch an. Dort hinten noch irgendwas Rauchiges. Hm. So, wir müssen uns einmal um unsere Achse drehen. Und ich denke mal, dort hinten, das ist es. Sieht aus, wie wenn es dunkel wird. Für uns wird es auch dunkel, wenn das Ende der Folge naht. Und wir schauen, was es hier noch gibt. Landschaftsbau in Engerland. Wenn ein Baum im Spiel ist, aber niemand ihn sieht. Gibt es ihn dann überhaupt? Es war alles andere als einfach, die vielfältige englische Flora abzubilden. Alles sollte so genau wie möglich sein, um dabei zu helfen, sich auf der Karte zurechtzufinden. Als erstes hat das World Design Team England in vier Regionen eingeteilt, denen jeweils eine Jahreszeit zugeordnet wurde.
Jede Jahreszeit verfügt über ein eigenes Vegetationsspektrum und eine eigene Feuchtigkeit, die wiederum den Bodentyp definiert. Fruchtbar, trocken oder Sumpfgebiet. Das ermöglichte dem Level-Design-Team, die jeweils richtige Flora zu verwenden und mithilfe von Bäumen und Felsen verschiedene Landschaften zu gestalten. Jede Region konnte so eine einheitliche und doch vielfältige Vegetation erhalten, die dazu einlädt, jedes kleinste Detail zu erkunden. Ja, ich mag, wie ich schon gesagt habe, wahnsinnig gerne so Erkundungsdinge. So irgendwie, dass man auf Erkundung geht, was findet, was Neues. Das ist schon cool. So, dann würde ich sagen, das war's. Wie gesagt, der kann sich ziemlich frei bewegen, unser Freund hier. Wir schauen mal lieber trotzdem nochmal, ob das der richtige war. Man weiß es nie. Nee, alles gut. Und das nächste Mal nehmen wir uns noch die Punkte hier. Und dann gehen wir und schauen. Und sprechen nochmal mit weiteren Zeugen, ne? Neben einem großen Haus sollten wir uns irgendwas anschauen. Müssen wir schauen. Ich sag derweil ciao, ciao, ciao.